Hallo Motorsportfreunde, hallo YouTube. Mein Name ist Tom Thompson und ich heiße euch recht herzlich willkommen zum vierten Lauf der Peak Tuning GTCC Liga. Ja, bei uns steht langsam der Herbst vor der Tür und da dachten sich die Organisatoren von der GTCC Liga, es geht jetzt ab in den Süden. Wir wurden nach Italien geschickt auf dem Mugello Autodromo Internazionale. Also das ist eine wirkliche Traditionsstrecke, wie sie im Buche steht, weil bereits 1914 wurden da erste Rennen ausgetragen. Damals war ja der Kurs nur Bestandteil von einer riesengroßen Rennstrecke, die insgesamt 66 Kilometer lang war. Ab 1974 finden die Rennen ausschließlich auf diesem Kurs statt, den wir jetzt auch sehen. Der Kurs ist übrigens von Ferrari, also Ferrari ist der Besitzer davon. Insgesamt ja, besteht der Kurs aus 14 Kurven. Und hat eine Gesamtlänge von 5,245 Kilometer. Der Rundenrekord liegt bei 1 Minute 35,470, aufgestellt von einem Lola Seitec aus dem Jahre 2011. Ja, neben DTM-Rennen finden da auch Motorradrennen statt, aber ansonsten ist da Ferrari ganz groß am Testen. Gut, wer meine Videos schon kennt, wird jetzt wissen, auf was wir gehen, nämlich auf eine fliegende Runde. Und ja, Fett Nitro war wieder mal der schnellste hier im Feld, im Rennen. Und hier sehen wir schon die Start- und Zielgerade, da lagen am Ende ungefähr 230 km/h an, je nachdem was man für eine Abstimmung hatte. Und jede Kurve hat wieder einen lustigen Namen, diese nennt sich hier San Donato. Also ich probiere jetzt hier mein bestes Italienisch rauszukramen, ich hoffe ich setze mich hier nicht absolut in den Nesseln bei euch. Dann die Linkskurve nennt sich Lucco, dann kommt Poggio Secco. Das ist eine rechts, hier muss man sehr früh aufs Gas gehen, weil da kommt wieder eine kleine Gerade, wo man ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen kann. Dann die links nennt sich Matarazzi. Eingang runter oder zwei. Hier die Kurve auch sehr weit eng nehmen, das ist Borgo San Lorenzo. Und hier geht es hier auf eine kleine Gerade. Richtig schön Geschwindigkeit aufnehmen. Dann meine Lieblingskurve Casanova. Also die Namen sind echt zum Niederknien. Dann kommt Zavelli. Die kann man fast voll nehmen. Vielleicht ein bisschen lupfen am Anfang. Jetzt wird es scharf, weil jetzt geht es in Arrabbiata Uno. Die kann man auch fast voll nehmen. Hier muss man vielleicht kurz lupfen oder einen Gang runterschalten, wie es Nitro macht. Da ist nämlich Arrabbiata Due. Da sind wir jetzt durchgeflogen. Dann wird es im zweiten Gang kommt jetzt eine kleine Schikane, nennt sich Scaperia. Das ist die rechts. Und Palacio ist die links. Dann kommt wieder so eine kleine Gerade. Der ganze Kurs besteht eigentlich immer nur aus langgezogenen Kurven oder Kurvenwechseln links-rechts. Dann kommt Correnziano. Das ist auch eine sehr lange hängende Kurve, die hängt nach außen ein bisschen weg. Hier haben wir auch Nitro gesehen, wie er ein bisschen Probleme hatte. Dann kommt Bondetti, die kann man voll nehmen. Muss man wieder aufpassen, weil die Curbs, die verzeihen hier echt keinen Fehler. Und dann sehen wir fast mal 200 auf der Uhr stehen, bevor wir in Pugine eintauchen. Wir tauchen nicht, wir heizen da durch. Und dann sehen wir schon eine richtig lange Start- und Zielgerade. Hier rechts geht es dann in die Box rein. Und hier muss man wirklich eine optimale Abstimmung finden zwischen ja, Kurvenverhältnis, dass man da gut liegt und natürlich halt auch ja, Geschwindigkeit auf der Geraden. Und da geht es auch schon ins Qualifying. Ja, ich bin sicher, ihr habt das eine oder andere Video schon von mir gesehen. Hier haben wir wieder mal so einen kleinen Blick auf das Starterfeld. Ja, ein paar Kollegen, die früher schon mitgefahren sind, wie der Shakusa war dabei, der FIFA-Fan war wieder mit dabei. Ja, Bitwalker hatte diesmal leider keine Zeit. Das schlaucht halt doch ein bisschen, gerade die Rennen, so wenn man eine anstrengende Woche hinter sich hat und dann ja noch halb zehn, wir fangen ja erst halb zehn abends an, die Rennen zu fahren, da ist es schon ganz gut möglich und da, ja, das ist ja auch keine Pflichtveranstaltung, also es soll ja Spaß machen. Hier, ich habe mich zwischen die Prominenz der GTCC-Liga einsortiert, nämlich zwischen Pupsmobil und hier Nitro steht neben mir mit seinem Civic und vor mir ist, glaube ich, der Cooking Chris, wenn ich das richtig sehe. Hinter mir steht Name Product, der Beatty, den sehe ich auch da im Rückspiegel stehen mit seinem blauen Civic. Also da haben wir einiges an Freunden. Der Masterflow ist ja auch wieder am Start gewesen. Also da sind mittlerweile Gesichter, in Anführungszeichen, die kennt man schon. Da weiß man, ja, die sind lustig drauf, die Leute. Es wurde auch wieder ein bisschen geplaudert in der Party, also im Ingame-Chat, weil ja Partys nicht gehen, weil wir waren, wie ihr seht, hier 12 Leute. Da würde das nicht gehen. Ja, und jetzt geht's wieder so auf die erste Runde. Ich hatte diesmal mich wieder sehr, sehr gut vorbereitet. Ich habe fleißig Trainingsrunden trainiert, habe diesmal wieder mein eigenes Setup kreiert, wo die Zeiten so in Testläufen richtig, richtig gut waren. Wo ich mir gesagt habe, ja, jetzt musst du dir einfach nochmal einen psychologischen Vorteil holen. Ich habe mir auf meine Heckklappe einen Totenschädel drauf gemacht.
um meine ja, Mitbewerber einfach noch mehr einzuschüchtern. Das letzte Mal haben wir schon gesehen, dass die Lackierung schon richtig was dazu beigetragen hat, weil ja der Masterflow in mich reingekracht ist. Das hat ihn einfach so abgelenkt, die Lackierung. Und ich dachte mir, ja, da musste einfach noch eins draufsetzen. Und der Dotenschädel, da sollte mich einfach unterstützen. Auch habe ich hier die italienische Flagge rausgeholt und auch meinen Titel im Profil geändert. Da stand nämlich, ich bin hier, um zu gewinnen. Sowas wollen nämlich die Italiener sehen. Die wollen nicht irgendwelche Luschis sehen, die nur rumeiern und rumheulen. Nee, nee. Hier habe ich jetzt den starken Italiener raushängen lassen. Ja, und jetzt wieder in der ersten Runde war natürlich wieder, ja, erst ein bisschen wieder dran gewöhnen, den Puls runterbekommen, weil wie immer, wir waren alle aufgeregt, obwohl das mittlerweile schon das vierte Rennen war. Aber ja, daran ändert sich, glaube ich, bis zum letzten Rennen der Saison nichts, dass man immer ja einen Pulsschlag hat von 150. Und der erstmal noch ja, die Kurven nochmal wieder ausprobieren muss, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe bei der Streckenvorstellung, der Kurs besteht eigentlich nur aus langgezogenen, hängenden Kurven oder so Kurvenwechseln, also links-rechts oder rechts-links. Und ja, wenn man die erste Kurve in so einem Geschlängel nicht richtig erwischt, dann geht es ganz schnell, dass man die zweite auch nicht erwischt und dann sind die Kurven, oder dann ist die ganze Runde eigentlich schon für den Arsch. Also gerade im Qualifying ist es extrem wichtig, hier eine saubere Linie zu erwischen. Auch die Curbs, die verzeihen hier absolut keinen Abkürzen. Also da gab es einige Stellen, da konnte man ja gerade mal ein Rad so minimal draufstellen, weil ansonsten war die Kurve schon ungültig oder die Runde ungültig. Und da muss man sich wirklich zusammenreißen, dass man es nicht zu sehr krachen lässt, im Gegensatz zum Rennen, weil da hat man natürlich angefangen, ein bisschen mehr abzukürzen oder doch die eine oder andere Kurve ein bisschen härter zu fahren, weil das war durchaus möglich. Da sehen wir dann auch später noch ein paar Replays sehen. Da bin ich auch nicht allein gewesen. Und jetzt, ja, ich habe den ganzen Kram wieder ein bisschen zusammengeschnitten. Das kennt ihr sicherlich auch schon. Meine erste Runde hat mich ganz zuversichtlich gestimmt. Mensch, Platz 2, das sah richtig gut aus. Weil ich wusste genau, in dem Auto steckt was drin. Und mir hat der Kurs auch sehr gelegen, muss ich sagen. Mittlerweile befinden wir uns jetzt in Runde 3. Und das ist meine schnellste Runde gewesen. Nachdem die zweite Runde leider ungültig war, da habe ich einen Curb nicht ganz sauber erwischt. Hier sehen wir schon auf der 1 steht der Cooking Chris mit einer 2 Minuten 8,555. Also das ist schon mal eine richtig gute Zeit. Gefolgt vom Pupsmobil mit einer 2 Minuten 12,895. Dann kommt meiner einer Name Product mit einer 2 Minuten 13,458. Schaut mal auf die Zeiten, wir liegen gerade mal ein Zehntel auseinander. Also die Zeiten mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass das Fahrerfeld immer mehr zusammenrutscht und das ist einfach ja teilweise nur noch ein Augenzwinkern ist, der dazwischen uns liegt. Also man merkt deutlich, dass sich viele, viele Leute verbessern, dass auch viele Leute ihr Auto besser kennenlernen und das, denke ich mal, ist ein ganz guter Nebeneffekt von der Liga. Dass man sich einfach mehr mit diesem Spiel beschäftigt, dass man sich mehr in das Setup reinkniet und ein bisschen die Materie tiefer eintaucht, als was man sonst überhaupt nicht machen würde, weil bei der KI, da brauchst du kein Setup, die fährst du so in Grund und Boden. Ja, hier wurde ich jetzt schon durchgereicht auf Platz 4. Ich glaube, wer hat sich da jetzt vor mich geschoben? Ich glaube, Fett Nitro ist da auch noch dazwischen gekommen. Leider sehen wir das ja nicht, wer jetzt auf Platz 2 da aktuell gerade steht. Aber die Zeiten, die haben mich hier ganz zuversichtlich gestürmt. Ich dachte mir, ja, das kann gut was werden. Ich habe in meinen Trainingsrunden, die ich gedreht habe, habe ich auch teilweise eine 2 Minuten 6 und sowas geschafft. Mit genau demselben Setup, ich habe da auch nichts mehr geändert. Ich habe dann die Finger davon gelassen. Im Gegensatz zu zum Beispiel Silverstone, wo ich halt kurz vorm Rennen noch ein bisschen hier an der Federung halt rumgefeilt habe, aber diesmal Finger weg. Never touch a running system heißt es so gut, so schön. Und wenn was läuft und du hast dich damit angefreundet, dann lass es einfach so und das habe ich mir auch geschworen. Nichts mehr ändern, nur weil irgendeiner vielleicht sagt, ja, noch ein bisschen Flügel runter, bist noch ein bisschen schneller. Nee, das bleibt alles so wie es ist. Ja, diese Kurve, die ist auch nicht einfach zu nehmen, die muss man eigentlich richtig weit innen nehmen, dass man ganz früh aufs Gas steigen kann. Weil hier entscheidet sich schon die Endgeschwindigkeit auf der Geraden. Und jetzt, während ich über Start und Ziel fliege, haben wir auch gleich ein paar Impressionen von draußen, weil Runde 4 und 5 waren ungültig bei mir. Ja, da habe ich es doch zu sehr krachen lassen, habe dann vielleicht doch zu viel gewollt. Aber wie gesagt, der Kurs, der verzeiht wirklich keine Fehler. Sobald man hier minimal teilweise über Curbs rüberräubert, dann ist die Runde sofort ungültig, selbst wenn man dann nicht mal einen Vorteil rausholt. Aber so im Großen und Ganzen, ich war mit dem Qualifying eigentlich ja ganz zufrieden. Also wie immer, das Qualifying ist eigentlich so ein Event, ja, da ist man eigentlich nur viel zu nervös. Also eigentlich wäre es besser, man fährt zuerst ein Rennen, dann das Qualifying hinterher und dann noch ein Rennen. Aber ja, das Qualifying ist wichtig, das ist nämlich die Startaufstellung für das erste Rennen, was da stattfindet. Und jetzt werfen wir auch gleich mal einen Blick auf das Endklassement des Qualifyings und damit auch die Startaufstellung zum ersten Rennen.
Und zwar, ja, die Schildertante, die zeigt erstmal hier, was auf euch zukommt. Ich war da wieder schneller als sie. Da sehen wir auf der 1 Fat Nitro, gefolgt von Pupsmobil, Master Flo, richtig stark gezeigt von dir, Cooking Chris, dann kommt meiner einer, dann Name Product, der Max, der Baby, Pro Game, Chakusa, Guitar Hero und der FIFA Fan. Ja, an den Zeiten habt ihr schon gesehen, wir lagen, ich glaube, die Platz 4, 5 und 6 lagen innerhalb einer Sekunde, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das auf 5 Kilometer Streckenlänge. Also das wird langsam richtig, richtig eng. Ja, und jetzt geht's schon ins erste Rennen. Keine große Wartezeit, wir wollen Action sehen, wir wollen wissen, was abgeht, jetzt den Start nicht verseilen. Schön mit wenig Drehzahlen anfangen und dann die Kraft von unten rausnehmen. Hier sehen wir Name Product, der mit seinem BMW als Hecktrieber einen richtig guten Start erwischt hat. Da sehen wir auch Cooking Chris vor uns und Master Flo. Ja, hier bei Kurve 1 muss man echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen einen abschießt. Hinter mir klopft schon mal Pro Game an, der schon zeigt, hey, das geht hier gar nicht. Ich möchte hier auch vorbei. Cooking Chris hat Name Product ein bisschen angeschoben. Dadurch hat Name Product ja ein paar Plätze verloren. Hinter mir hat sich Chakusa einsortiert mit seinem Seat. Vor mir ist der Max mit seinem Scirocco. Also hier passiert richtig viel, gerade in den ersten Kurven, das kennt er ja schon. Da geht es richtig krass ab. Und jetzt mal ein Blick aufs Replay. Hier können wir vielleicht die eine oder andere Szene noch mal ein bisschen genauer sehen. Hier habt ihr schon gesehen, dass Name Product den richtig, richtig guten Start erwischt hat. Auch müsste man ein Auge drauf werfen. Vor mir, da ist, ich glaube, Fat Nitro mit seinem Civic. Der hat sich da auch, ja, der hat den Start ein bisschen verpennt, sehe ich dabei hier. Ja, ansonsten wäre Name Product nämlich nicht vorbei gewesen. Hier Cooking Chris hat ihn leicht angeschubst. Neben mir war, ich glaube, der Pro Game. Aber ja, bei der ersten Kurve, da wird immer ein bisschen gedrängelt, ein bisschen geschubst. Das ist völlig normal, das gehört dazu. Keiner wurde gedreht, das ist das Wichtigste. Und auch keine großen Schäden sind zu verzeichnen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, weil in der ersten Kurve, da gewinnt man kein Rennen, aber man kann halt alles verlieren. Hier der Max, der hat mal ganz kurz gezeigt, ich habe einen Warp-Antrieb diesmal eingepackt, also Vorsicht. Da habe ich schon gewusst, gut, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Weil, ja, wenn einer anfängt zu lecken, das kann er ganz schnell nach hinten losgehen, aber ja, ihr seht schon auf der 1, Fett Nitro. Er hat seine Startposition wieder zurück, steht jetzt wieder ganz vorne auf dem ersten Platz. Ich kann schon eins vorwegnehmen, diesmal wird es für ihn kein Sonntagsausflug. Er muss hier richtig kämpfen um seine Position. Für mich hieß es jetzt, ja, von Position 6 gestartet, ist jetzt nicht so der Hit gewesen. Aber erstmal schauen, was die vor mir machen. Weil meistens ist es so, dass viele anfangen in den ersten Kurven richtig zu pushen und da vielleicht auch den einen oder anderen Fehler begehen. Hinter mir hat sich der FIFA-Fan einsortiert. Auch richtig genial, dass er wieder mit am Start war. Hier sehen wir jetzt den Cooking Chris, glaube ich, ist das, und der Max, und davor fährt Name Product, wenn ich das richtig sehe, mit seinem BMW. Und da geht es natürlich jetzt drum, ja, wie sortiert man sich in den Kurven ein, probiert man zu attackieren, hier hat es der Max mal probiert, mal leicht anzuklopfen, ich klopfe auch mal an, sag hallo, ich bin auch noch da. Weil zu breit machen darf man sich ja auch nicht, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Weil die Abstände, ihr seht schon, sind richtig, richtig eng. Und in den ersten Runden oder in der ersten Runde, da sind die Reifen auch noch kalt. Man muss halt erstmal seine Linie wiederfinden, weil meistens fängt man dann an, eine komplett andere Linie zu fahren, nämlich die Linie vom Vordermann. Und ihr seht da, oh, da hat es Max ganz weit rausgetragen und da bin ich aber ruckzuck vorbei. Da lasse ich mich gar nicht zweimal bitten. Da wird ruckzuck der Fehler bestraft und schon hänge ich hinterm Cooking Chris. Da geht es auch schon auf die lange Start- und Zielgerade. Ab in die zweite Runde. Ja, kein Schnitt. Ja, man wundert sich schon. Bei der zweiten Runde, da geht es munter weiter, wie es in der ersten angefangen hat. Hier ganz hartes Anbremsen. Hier muss man auch zusehen, dass man einen sauberen Gang erwischt, nicht zu eng die Kurve nimmt, so wie ich jetzt hier zum Beispiel, sondern ganz eng am Curb bleibt und dann wieder raus beschleunigt. Und ich habe mir eigentlich so eine Linie jetzt hier ausgesucht, wo ich gesagt habe, ja, ich habe immer früh hochgeschalten, um einfach den Drehmoment von unten raus mitzunehmen. Das war nämlich gar nicht mal so uninteressant. Weil Turbomotor und ein bisschen mehr Hubraum, da kann man von unten raus halt die Reifen auch ein bisschen schonen, was halt auf lange Sicht gesehen einen ja, doch einen kleinen Vorteil bringen kann. Hier sehen wir jetzt schon vor uns, dass der Cooking Chris richtig, richtig Druck auf Name Product ausübt. Also er lässt da absolut keinen Zweifel daran, dass er an Name Product vorbei möchte. Und hier durch, jetzt geht's rein in Arabiata Uno. Also ich liebe diese Kurvennamen. Also da wünsche ich mir wirklich, dass jede Strecke solche Namen bekommt. Da ist nichts mit Shell-Kurve oder so. Nee, nee, die haben alle noch richtig Traditionsnamen bekommen. Die Zeiten, ihr seht schon, die purzeln jetzt richtig schnell in den Keller runter. Jetzt geht's rein in diese kleine Schikane, die richtig eng ist. Und da sehen wir schon, dass hier Cooking Chris
wirklich millimeterweise sich jetzt schon rantastet, hat auch schon mal ganz kurz angeklopft bei Name Product, hat schon gesagt, hier Junge, ich bin da, ich will vorbei. Und das ist auch für mich sehr interessant, so mal hinterher zu fahren und zu gucken, ja, wie die zwei sich einfach verhalten. Hier hat Name Product jetzt ein bisschen zu viel Luft gelassen, da kommt Cooking Chris gleich daneben. Aber ja, hier muss man jetzt sehen, dass man eine saubere Linie findet. Hier hat er ja die Kurve doch zu eng angefahren. Und ich klopfe mal auch ganz kurz bei Name Product an. Damit ist Cooking Chris jetzt auf der 6. Ich bin auf der 5 und vor mir ist Name Product auf der 4. Und jetzt kam so meine Lieblingsstelle des ersten Rennens mit. Weil jetzt kommt Rennsport per Excellence. Leute, guckt euch diesen Abstand an. Parallelflug. Hier hieß es wirklich, welcher Motor hat mehr Leistung? Der aus dem VW-Konzern ausgeliehene oder ist der Bayer der Starke? Hat er mehr Oberarm als der kleine Seat? Und ihr seht schon, ja, ich muss hinter Bayern zurückstecken. Kommt da nicht vorbei, aber ich kann mich jetzt probieren ranzubremsen. Weil Name Product war ja richtig spät auf der Bremse. Natürlich, das musste auch. Hat mir aber hier sehr, sehr fair Platz gelassen und ich habe mich einfach in den Netz durchgequetscht. Jetzt hieß es natürlich, die nächsten Kurven möglichst sauber fahren, dass man ihm jetzt nicht wieder eine Möglichkeit gibt, ja, einfach seine Position zurückzuerobern. Weil ich wollte meinen vierten Platz jetzt einfach behalten. Name Product war damit auf der 5. Und die nächste Kurve, die war richtig, richtig haarig für mich, weil hier bin ich richtig weit rausgetragen worden. Da waren die Reifen, ja, haben mich richtig, oder haben den Grip nicht richtig aufgebaut, sagen wir es so. Zurück ins Cockpit und jetzt kommt auch wieder ein kleiner Schnitt, weil die nächsten Runden waren eigentlich pure Aufholjagd. Ja, wir springen in Runde 5. Aus der Holzklasse geht es jetzt in die Bronzeklasse. Ja, ihr kennt das sicherlich schon. Das habe ich, glaube ich, in den ein oder anderen Rennen schon mal erwähnt. Ja, Holzklasse ist halt Platz 4. Da kriegst du gar nichts dafür. Außer, ja, in Holzkelch. Der Masterflow ist in die Box gefahren, holt sich in Runde 5 bereits frische Reifen. Damit bin ich auf der Position 3. Und jetzt kommt gleich wieder ein kleiner Schnitt. Wir springen in die Runde 6. La Dolce Vita. Ja, was heißt der Blödsinn jetzt? Ich habe mich mal bitte so italienisch anhauchen lassen. La Dolce Vita heißt ja, ja, das süße Leben. Und ja, was ist süßer als eine Führungsposition? Und zwar Fett Nitro und Pupsmobil sind gemeinsam in der 6. Runde in die Box gefahren, haben sich pünktlich zur Halbzeit ja frische Reifen geholt. Und meiner einer durfte mal eine Runde an der Führung genießen. Natürlich genießt man das, aber dann hat schon der Funk geklingelt. Giovanni hat angerufen, hat gemeint, Kollega, musst du hole frische Gummi. Und natürlich, da lasse ich mich nicht zweimal bitten. Wenn es frisches Gummi gibt, da will ich auf jeden Fall was von haben. Auch diese Boxeneinfahrt war beim besten Willen nicht einfach. Also da hat es mich in meinen Übungsrunden das eine oder andere Mal richtig böse gegen die Boxenwand geknallt. Was ja bei Vollgas zu einem Totalschaden führt. Aber ja, hier wurde Mut einfach belohnt, weil hier konnte man wirklich die eine oder andere Sekunde rausfahren. Hier sehen wir schon Fett Nitro wieder vorbei. Pupsmobil hat da aber schon die Verfolgung aufgenommen. Für mich hieß es aber jetzt, ja, wo kommt zur Hölle der Masterflow? Weil er war nämlich die ganze Zeit vor mir. Habe ich die Chance, dann da vorbeizukommen? Shakusa fährt hinter mir in die Box, wenn ich das richtig sehe. Genau, und da kam der Masterflow. Und da ging es Gebete los. In der Party hat er dann schon gesagt, komm schon. Hier seht ihr es auch schon. Und da hat er sich vorbeigequetscht. Ich habe natürlich in meiner letzten Runde nochmal richtig gepusht. Aber ich weiß, dass meine Reifen 2 Runden frischer sind als seine. Was zum Ende hin vielleicht den einen oder anderen Vorteil bringen kann, aber nicht bringen muss, weil meine Reifen sind jetzt erstmal kalt. Und gerade in der ersten Runde, wenn man aus der Box kommt, verliert man wieder richtig viel Zeit. Also da kann man die Kurven nicht voll attackieren. Man muss auch alles wieder auf Temperatur bringen, auch die Bremsen wieder. Und da kommt auch wieder ein kleiner Schnitt. Ja, wir springen in die Runde 12 jetzt schon. Und da habe ich mir auch noch ein bisschen was Neues einfallen lassen. Weil, ja, in der Zwischenzeit ist nichts passiert. Ich habe auf Masterflow ab und zu mal ein bisschen aufgeschlossen, aber so im Großen und Ganzen hat er systematisch seinen Vorsprung ausgebaut. Und zwar sehen wir so eine kleine Neuerung. Weil bei mir nichts passiert ist, dachte ich mir, hey, ich blende mal ein, was hinter mir passiert. Weil Platz 3 war sicher, Platz 1 war so halbwegs sicher. Platz 4, ja, ihr seht den Abstand. Da habe ich nach vorne und nach hinten eigentlich Luft, da sollte eigentlich gar nichts mehr passieren. Aber was hinter mir abging, das war wirklich spannend. Nämlich da war Name Product, gefolgt vom Cooking Chris und dahinter war der Max. Das war so eine kleine Dreiergruppe, die vor allem in der letzten Runde nochmal richtig gepusht hat. Also da haben die sich gesagt, ja, wir kämpfen wirklich bis zum letzten Meter. Und so muss wirklich auch Rennsport sein. Also nicht in den Kopf in den Sand stecken und sagen, das ist scheiße, ich kann den sowieso nicht mehr kriegen, da fährt mir ja eh davon. Nee, immer fleißig auf dem Gas bleiben, weil vielleicht macht der vor einem mal einen kleinen Fehler, verbremst sich mal und dann geht das ruckzuck und da hast du die Position wieder inne. Oder kannst du ihn einfach, ja, eiskalt ausbeschleunigen in irgendeiner Kurve.
Das sieht zwar alles noch nicht so spannend aus, aber ich verspreche euch, zum Ende hin wird das Ganze nochmal richtig, richtig eng werden, wie wir auch an dem Endergebnis sehen werden. Ich habe mir da einfach mal Name Product rausgesucht, weil hinter ihm die Post dann gut abging und die Kamerastellung am besten aussah. Ja, meiner einer hat in den letzten Runden nochmal richtig gepusht. Ich habe dann so eine schnellste Runde nach der anderen gefahren, also zumindest persönlich schnellste Runden. Um da einfach auch dem Masterflow noch zu signalisieren, ja, nehm dich ein bisschen in Acht, weil ich habe noch lange nicht diesen vierten Platz abgeschrieben. Ich will den dritten vielleicht noch haben. Aber hier, TV Italia hat, ja, auf jeden Fall auch einen Blick auf das Mittelfeld. Da wird jetzt in Zukunft, ja, geht nichts mehr verloren. Sondern es bringt auch nichts, wenn ihr jetzt seht, dass ich hier einfach einsam und verlassen rumeiere, wenn hinter mir die Post abgeht. Und ihr seht ja schon, der Max, der hat jetzt richtig schnell aufgeschlossen. Also man sieht die Zweikämpfe, die zahlen, also die fordern ihren Tribut. Und da geht es ja meistens so, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und da kommt der Max, er setzt sich jetzt neben Cooking Chris. Und da ist er daneben. Und jetzt geht das los wie bei Name Product und mir, nämlich der Parallelflug auf der Geraden. Also ich habe das Ganze mal synchron gemacht, weil ja, die Abstände kann ich nicht wirklich ordentlich synchronisieren. Und da fliegen sie über Start und Ziel. Und da sehen wir jetzt leider im Hintergrund nicht mehr, wer vorn war, aber ich glaube, dass der Cooking Chris seinen Vorsprung noch ein bisschen ausgebaut hat, weil der Megane, der geht echt wie die Pest auf der Geraden. Ja, insgesamt muss ich sagen, mit dem vierten Platz im ersten Rennen war ich richtig zufrieden, weil gegen den Masterflow konnte ich nichts ausrichten, der war einfach zu schnell, der Kollege. Ja, und Fett Nitro und Pupsmobil, die sind sowieso mittlerweile schon eine Liga für sich, also Pupsi, der hat ja richtig gut aufgeschlossen. Der lässt da auch keinen Hehl mehr draus, dass er auf jeden Fall auf Fett Nitro richtig, richtig Druck aufbauen will und da auch den ersten Platz vielleicht noch nicht abgeschrieben hat. Also das kann zum Ende der Saison hin nochmal richtig spannend werden zwischen den beiden, weil da geht es ja ganz schnell, wenn einer mal im zweiten Rennen, wo man ja durch Zufall startet, vielleicht mal einen miesen Startplatz hat oder dann in den Dreher verwickelt wird, dass er einfach mal ohne Punkte aus dem Rennen geht und dann 10 Punkte sind ruckzuck aufgeholt und dann wird es nämlich schon wieder eng an der Spitze. Ja, hier noch so ein paar Impressionen von außen. Ihr seht, ja, Mugello Autodromo ist wirklich perfekt gelegen inmitten der Natur. Da ist nichts zugebaut mit irgendwelchen Betonbauten oder so. Tradition hoch 10. Und da werfen wir jetzt mal einen kleinen Blick auf das Endergebnis des ersten Rennens. Und zwar, Schildertante, mach mal hin hier. Sehen wir Fett Nitro auf der 1, gefolgt vom Pupsmobil, Masterflow, Tom Thompson, dann kommt Name Product, Cooking Chris, dann Max auf der 7, dann kommt Chakusa, Guitar Hero, der Baby, FIFA Fan und Pro Game. Ja, Pro Game, da ist er richtig schnell geworden, ihr seht an der Zeit, also da wäre mehr drin gewesen. Also jeder, der verbessert sich hier schon, das wird richtig, richtig gut. Gut, jetzt kam wieder so eine kleine Pause, jeder hat mal so einen kleinen Toilettengang erledigt, man hat auch ein bisschen geplaudert über das ein oder andere Thema. Aber so im Großen und Ganzen war die Pause wirklich mal so zum Abschalten da. Man hat sich wieder ein bisschen erholt, hat mal was getrunken oder eine Kleinigkeit gegessen. Da macht ja jeder halt so seine eigene Taktik, wie er seine Nerven wieder in den Griff bekommt. Aber man weiß genau, es kommt noch ein zweites Rennen. Das Ganze wird jetzt nochmal ernst, weil jetzt geht's ja durch Zufallsgenerator los. Ja, wir wissen nicht, wo wir starten. Ich gucke nach hinten, ich sehe nur zwei Autos und ich wusste, scheiße, das ist Platz 7 oder sowas oder Platz 9 sogar. Aber ich war wieder in prominenter Gesellschaft mit Fett Nitro neben mir, dann war Pupsmobil noch am Start und der Cooking Chris, oder nee, das ist Guitar Hero hinten noch. Den hat es auch ganz mies erwischt, da stand nämlich auch ganz weit hinten. Ah, hier ist der Cooking Chris, genau, der hat auch schon mal gesagt, hey, hier bin ich. Und hier kämpfen sich Baby und Name Product noch ein bisschen im Gras aus, haben auch noch nicht so eine richtige Position gefunden, wo sie ihre Autos platzieren. Hier hat, ich glaube, Cooking Chris Chakusa angeschoben. Aber Chakusa wurde leider in diesem Rennen disqualifiziert, weil er in der Pause sein Auto gewechselt hat. Also schon mal, wer dieses Video sieht, hier haben wir noch einen Masterflow gehabt, der hat sich hier auch ein bisschen rausgedreht. Also die ersten Kurven waren wieder richtig, richtig actionreich. Aber was ich sagen wollte, also ihr dürft das Auto nicht wechseln. Also mit dem Auto, mit dem ihr im Qualifying antretet, mit dem müsst ihr auch beide Rennen bestreiten. Ansonsten werdet ihr leider disqualifiziert. Weil ansonsten wäre das unfair, wenn ich genau weiß, ah, mein Auto geht nicht so, ich wechsle jetzt doch nochmal auf ein anderes, also da kann man sich einen Vorsprung erwirtschaften. Da Pro Game ganz vorne darf man ein paar Führungsmeter genießen, das ist, denke ich mal, auch ein ganz gutes Gefühl, wenn man einfach mal so ein Gefühl bekommt, ja, wie fühlt sich das Ganze vorne an. Chakusa, der ist es leider ganz hinten, wenn ich das richtig gesehen habe, aber er, ja, spielt sowieso in dem Rennen jetzt keine Rolle, weil er schlicht und ergreifend das Auto gewechselt hat. Und jetzt geht's wieder zurück ins Cockpit. Ich befinde mich hinterm Guitar Hero, der Baby hat sich mit seinem Civic hinter mir einsortiert. Ja, meine Taktik war eigentlich dieselbe wie im ersten Rennen.
Nämlich halt dich erstmal raus, guck, was die Leute vor dir machen. Weil da gibt es, denke ich mal, den einen oder anderen noch, der ab und zu mal einen anschubst. Hier hat der FIFA-Fan einen mitbekommen, den hat Spiller rausgedrängt. Und jetzt haben wir Pro-Game, ja, der wurde schon ein bisschen durchgereicht. Nebenprodukt ist rechts von mir. Ich habe probiert, ihm da möglichst viel Platz zum Leben zu lassen, bin also nicht voll aufs Gas gestiegen. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich ihn da ins Kiesbett rausdränge, weil Leben und Leben lassen ist die Devise. Und da hat er ja die bessere Linie einfach, wenn er innen ist, ist er sowieso schneller durch. Der Bady hinter mir mit dem Civic, der klopft auch schon mal an, will Position 7 innehaben. Ja, und vor mir Pro Game und Name Product, die kämpfen auch. Ja, und dann nehmen sie sich beide leider ein bisschen aus dem Rennen. Da hat Name Product ein bisschen übertrieben, hat da wirklich mit dem Messer zwischen Zähnen probiert, die Position sich zu sichern. Ja, und dadurch hat es mich jetzt auf Position 5 vorgespielt. Da war ich schon, ja, glücklich, weil wenn ich so gucke, ja, wer fährt vor mir? Guitar Hero, okay, den könntest du eventuell kriegen. Ich glaube, Cooking Chris ist da vorne auch noch unterwegs und ganz vorne ist der Max. Mit Max habe ich mir auch schon richtig, richtig heftige Gefechte geliefert auf der Strecke. Und das hat mich auf jeden Fall positiv gestimmt, dass ich genau weiß, ja, das Rennen, das wird interessant. Entschuldigung für das kleine Anklopfen, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ich habe ganz kurz das Mikrofon berührt hier. Hinter mir ist der Bady, der hat sich mit seinem Civic auch durchgeschoben an Nebenprodukt und Pro Game vorbei. Und jetzt, ja, der Guitar Hero hat wie es aussieht ein Setup gewählt, was in den Kurven besser geht, also ein bisschen mehr Anpressdruck gewählt. Aber da hat man natürlich den Nachteil auf der Geraden, da bist du ja in Anführungszeichen ein Opfer, weil da kann man sich richtig, richtig schnell ansaugen und die Gerade ist auch nicht kurz, also die ist nicht zu vernachlässigen. Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich hier mit 230 oder 220 angeblasen bekomme. Gut, hier hat es ihn relativ weit rausgetragen. Und er hat hier ja schon an der Party gesagt, ja du, ich lasse dir Platz, fahr vorbei. Aber Ansage an dich, kämpfe um deine Position, weil du fährst richtig gut. Und jeder Punkt kann natürlich dir auch helfen, dich in der Fahrerwertung ein bisschen nach vorn zu spülen. Also du musst beim besten Willen hier auch den schnellen Leuten nicht einmal so Platz machen. Beim Überrunden, okay, da ist es auf jeden Fall gern gesehen. Aber so, wenn es um Positionskämpfe geht, ja, block einfach auch mal ab. Fahr deine Linie einfach weiter, also das darfst du, da hast du jedes Recht dazu. So, zurück ins Cockpit. Aber natürlich weiß man oder bin ich froh, wenn da einfach einer Platz macht, weil er weiß, ja, ich kann auf lange Sicht gesehen nichts dagegen setzen, weil da hat man einfach auch keinen Stress, aber für den anderen ist es natürlich, ja, er gibt einfach eine Position preis und verliert damit halt auch vielleicht sichere Punkte, also das kann sich halt rächen am Ende der Saison. Gut, wir machen wieder einen kleinen Schnitt. Weil jetzt großenteils ist nichts passiert. Ja, Giovanni hat wieder angerufen, hat gemeint, Kollege, es wird wieder Zeit. Lass uns bitte Pasta essen gehen und dabei deine Reifen montieren. Hinter mir hat sich Pupsmobil rangearbeitet, Runde für Runde. Und ich dachte hier schon, ja, er fährt einfach noch eine Runde weiter. Aber nö, er fährt auch in die Box mit und guckt mal, wie schnell der Junge drin ist. Der hat einfach mal so 20, 30 Meter gut gemacht und hier, ja, sind einfach mal alle reingefahren. Da ist außer Fett Nitro, der ist draußen geblieben. Der hat sich gedacht, nö, Runde 6, das ist mir zu blöd. Ich fahre vielleicht bitte später rein. Und jetzt kam eine Szene, da ist mir das Herzbild in die Hose gerutscht. Weil, ja, wer das jetzt sieht und Forza 3 kennt, der wird wissen, was am Ende der Boxengasse passieren könnte. Nämlich, da ist man einfach senkrecht in die Luft geflogen. Und ich habe jetzt gehofft, bitte, bitte lass den Bug nicht drin sein. Aber nö, Turn 10 hat diesen Bug gefixt, da ist überhaupt nichts passiert. Und ja, da bin ich einfach volles Risiko gegangen, weil, ja, warum nicht, ne? Ohne Mut wird man hier nicht belohnt für seine Punkte. Hier sehen wir im Hintergrund schon Guitar Hero anfliegen mit seinem Peugeot. Und natürlich jetzt, ja, wir beide hier kalte Reifen. Guitar Hero hat noch warme Reifen, hat sich da sofort daneben gesetzt, hat mir auch gesagt, du, ich bin neben dir. Da dachte ich mal, okay, fährst du bitte über die Wiese, auch wenn du da ein bisschen, ja, Zeit verlierst. Aber ich meine, er hat mir Platz gemacht, also lasse ich ihm auch Platz zum Leben. Hinter mir ist Shakusa. Und ja, dadurch hat natürlich jetzt auch Pupsi den kleinen Vorteil, dass er sich jetzt schon wieder absetzen kann, weil er hat freie Bahn. Und ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich wieder die Linie finde, wo ich an Guitar Hero vorbeikomme. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach, weil kalte Reifen, aber du musst sofort attackieren. Und da darfst du auch einfach deine Reifen nicht schonen, sondern musst einfach voller Attacke fahren und gucken, ja, wo könntest du vielleicht eine kleine Lücke haben, wo du dann vorbeistechen kannst. Hier diese Doppelrechts, Arrabbiata 1 und Arrabbiata 2. Das waren somit meine Lieblingskurven, weil wenn man die gut genommen hat, da konnte man ja richtig viel Zeit gut machen und da konnte man sich auch im Anflug auf die kleine Schikane einen Vorteil erwirtschaften, wo man einfach sich mal daneben setzen kann. Und das reicht meistens schon aus, dass der Gegner ja eigentlich mehr blocken kann. Wenn man einmal daneben ist, hat man eigentlich schon gewonnen.
Und damit ist die halbe Miete schon rein. Damit hatte ich Platz 6 wieder inne. Hufsmobil ist auf der 5. Ja, Fett Nitro ganz weit vorne. Aber der Junge muss ja noch in die Box. Und Guitar Hero ist damit auf der 7. Ja, die Strecke auf jeden Fall abwechslungsreich. Also die ist jetzt nicht allzu schwer, wenn man die Linie einmal für sich gefunden hat. Wenn man einmal weiß, ja, welche Kurve kann ich wie nehmen, wo kann ich wie viel über die Curbs räubern, ohne dass mein Auto anfängt, sich zu versetzen. Weil wenn da einmal so ein kleiner Ziegenbock dann drin hockt und dich da über die Strecke katapultiert, dann, ja, ist ganz schnell Schluss mit lustig. Wir machen wieder einen kleinen Schnitt, wir springen in die Runde 9 und es geht nach vorn. Ich wusste ja, dass einige vor mir auf jeden Fall noch in die Box mussten. Und da war ein Kollege, das werden wir jetzt gleich sehen, wer das ist, ich weiß es aus dem Kopf jetzt nicht mal. Aber ich glaube, das war der Masterflow, richtig, da ist er schon. Der hat sich jetzt diesmal in Runde 8 neue Reifen geholt. Ja, ich wusste bei mir bei den Testrunden, dass meine Reifen so 4 Runden ungefähr brauchen, bis sie wirkliches Arbeiten beginnen. Und jetzt kam die Runde 11, jetzt wurde es nochmal richtig spannend. Ich habe mich die nächsten Runden an Max ein bisschen rangearbeitet in seinem Scirocco. Und ich dachte mir, gut, einmal Position 4, vielleicht zweimal Position 4, da ist auf jeden Fall was möglich. Auch blende ich jetzt gleich die Führungsspitze ein, weil da war nämlich die Runde 11 auch richtig interessant. Die zwei sind ja schon über Start und Ziel. Und ihr könnt also ein bisschen, ja, ein kleines Auge auf die Führung haben. Weil da hat nämlich Pupsi richtig Druck aufgebaut auf Fett Nitro. Also ich habe schon gesagt, hier ist absolut kein Zuckerschlecken. Max hat hier ein bisschen rausgetragen in der letzten Kurve vor Start und Ziel. Und ihr seht mal, wie viel das ausmacht, wie viel Überschuss man da mitnimmt, auch im Windschatten. Da kann man sich dann mal ganz schnell daneben setzen. Gut, der Max ist jetzt innen, hat Kampflinie drin. Aber hier sehe ich schon, gut, ich habe 5 Meter, das heißt, er ist jetzt eigentlich hinter mir. Aber hier war ich so spät auf der Bremse, dass es mich wieder so weit rausträgt, dass der Max einfach wieder durch war. Ja, unten bei TV Italia sehen wir schon, dass Pupsi sich nochmal ein Stück näher rangearbeitet hat und einfach seine Lücke sucht. Für mich war es die Devise, ja, bleib am Max dran, aber hätte, ihr seht, ein, zwei kleine Kurven falsch genommen und schon ist er wieder ruckzuck 50 Meter weg und da brauchst du einmal wieder zwei, drei Runden, um diesen Vorsprung wieder, ja, gut zu machen. Bei Max war es eigentlich auch so, wenn man aufgeschlossen hat bei ihm, ja, fuhr er wesentlich sicherer, als wenn er weit weg war. Das war ja ganz im Gegensatz zu anderen, weil die werden ja nervös, wenn du aufschließt, aber ja, nicht so der Max. Bist du neben ihm oder hinter ihm, dann fährt er wesentlich sicherer, als wenn du weit weg bist, da kommt eher mal so ein bisschen der Schlawiner, nenne ich es einfach mal, raus, der einfach mal die eine oder andere Kurve ein bisschen falsch anbremst. Gut, werfen wir einen Blick noch auf Pupsi, was er so macht. Ja, ihr seht auch, dass was mir passiert ist, ist ihm auch passiert. Nämlich, wenn du ein, zwei Kurven falsch nimmst und hier, denke ich mal, war dann nochmal so eine Schlüsselstelle. Kurz über den Dreck und hier über die Curbs, da versetzt auch das Auto ein bisschen und das reicht einfach aus, dass man sich ja wieder 20, 30 Meter absetzen kann, wenn man vor ihm ist. Und damit ist das Rennen ruckzuck, ja, ich will es nicht sagen verloren, aber einfach das, was du rundenlang gebraucht hast, um den Rückstand aufzuholen, ist damit wieder weg. Ich habe natürlich weiter attackiert, weil ja, 50 Meter, das ist kein Abstand, hier ist noch alles drin. Wenn der Max sich hier einmal verbremst, dann hat er auf jeden Fall die Position 4 verloren und das ist einfach, das ist Nervenkrieg hoch 10. Aber ich wusste ja auch, ja, ich bin nicht allein, also mir geht es allein nicht so, sondern halt auch vorne an der Spitze wird auf jeden Meter gekämpft. Und da sehen wir einfach auch mal, wie nah das Feld mittlerweile zusammengerückt ist. Also es gibt jetzt hier keine Leute mehr, die wirklich ganz weit vorweg fahren, auch wenn, wie gesagt, Fett Nitro und Pupsi da mittlerweile eine kleine Liga für sich sind. Aber im Mittelfeld wird jetzt richtig hart gekämpft und wenn halt so Runden, ja, wenn du 2-3 Zehntel auf dem 5-Kilometer-Kurs gerade mal gut machst pro Runde, da kann man sich ja ausrechnen, wie lange man braucht, bis man, was ich, 5 Sekunden oder so mal aufgeholt hat. Hier steigen auch immer wieder mal ein bisschen Rauchschwaden auf, weil der Max wirklich die Kurven sehr, sehr hart nimmt. Ich denke mal, er ist da auch an der Grenze gefahren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob bei ihm noch mehr möglich gewesen wäre. Das kann er mir in die Kommentare schreiben, das würde mich mal interessieren, aber natürlich lässt man sich ja nicht in die Karten blicken. Ihr seht ja schon, ich habe wieder probiert, ich bin eigentlich so ein Typ, ich konzentriere mich dann von Kurve auf Kurve und probiere einfach wieder saubere Sektoren zusammenzufahren, um am Ende vielleicht noch eine schnelle Runde in den Asphalt zu brennen, weil man weiß ja nie, was vor einem passiert. Wie gesagt, verbremst sich der Kollege, dann ist wirklich jeder Meter kostbar, den man in den vergangenen Runden gut gemacht hat. Jetzt geht's ein letztes Mal in Arrabbiata Uno und dann Arrabbiata Due.
Also die Fans haben mir wirklich sehr treu die Daumen gedrückt. Also ich habe das wirklich gemerkt. Sie haben mich da angepeitscht nach vorn. Also sie feuern nicht nur Ferrari an, die sonst auf den Kurs testen, sondern sie feuern auch Tom Thompson an, der einfach sein italienisches Herz hier ein bisschen raushängen lassen hat. Aber hier war mir jetzt schon langsam sicher, ja, der Max, der macht keinen Fehler mehr. Der fährt das Ding jetzt ganz sicher nach Hause. Auch hinter mir wusste ich eigentlich schon, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Also da könnte ich mir, glaube ich, sogar noch einen kleinen Ausritt ins Kiesbett erlauben. Aber natürlich will man das nicht. Und hier, ja, bin ich nochmal rangekommen. Und ich denke mal, ja, wenn das Rennen ein, zwei Runden länger gewesen wäre, hier sehen wir wieder 30 Meter, das könnte ausreichen, dass man auf Start und Ziel nochmal in Windschatten rankommt. Aber 12 Runden sind 12 Runden. Und damit ist das Rennen dann auch schon vorbei. Also das kann ich schon vorwegnehmen, ich kriege ihn hier nicht mehr. Also hier passiert jetzt kein Wunder mehr oder so. Fett Nitro hat wieder Platz 1 reingefahren. Damit hat er sein Hattrick geschafft. Dreimal Pole und insgesamt 6 Laufsiege. Da werfen wir einen Blick aufs Endergebnis. Und zwar Fett Nitro auf der 1, gefolgt von Pupsmobile, Cooking Chris, da Max, Tom Thompson, Masterflow. Name Product auf der 7, dann kommt der Baby, Chakusa, Leiter außerhalb der Wertung, Guitar Hero, Pro Game und FIFA Fan. Gut, wie gewohnt werde ich jetzt noch so ein paar Impressionen von außen bringen. Da lasse ich auch den Gesamtpunktestand jetzt mittlerweile nach 4 Läufen mal durchlaufen. Damit jeder mal einen Blick drauf werfen kann, ja, wie die Punkte jetzt so sind. Also sehen wir Fett Nitro auf der 1 mit 78 Punkten, schon ein bisschen ganz weit vorweg. Aber auf den folgenden Plätzen, da wird es langsam richtig, richtig eng. Gut, die Punkte könnt ihr selber lesen. Ich habe nämlich noch ein kleines Anliegen. Und zwar im Anhang kommen, ja, wie gewohnt mittlerweile, sage ich schon, noch ein paar Impressionen vom Pupsmobil. Der hat sich wieder seine Digitalkamera geschnappt und ist ein bisschen durch die Replays gestolpert und hat da ein paar richtig geniale Fotos gemacht. Die Hintergrundmusik ist diesmal was ganz Spezielles. Und zwar habe ich eine YouTuberin gefunden, die richtig, richtig gute Musik macht. Und ja, wenn euch das Video gefällt, das ist auch in der Videobeschreibung, dann schaut einfach mal bei Miss Laila vorbei. Laila Music ist ihr Kanal. Und hinterlasst einfach mal einen netten Kommentar, der ihr einfach vielleicht zeigt, dass ihr wirklich gute Musik macht. Also ich fand die Stimme richtig, richtig gut. Und da schon mal, ja, viel Spaß, genießt das Lied, genießt die Bilder und bis zum nächsten Rennen. Ciao, ciao, euer Tom Thompson. Message. I'm a runner.